Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir machen heute mal wieder was super Schnelles und zwar diese Nutella-Milch hier. Wie das funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Das Ganze ist echt super einfach. Ich habe hier etwas Milch, hier ein Nutella-Glas. Und zwar habe ich immer hier das Problem, dass am Ende im Nutella-Glas ungefähr noch so viel drin ist, also nicht mehr viel und die Wände sind noch wegen bedeckt. Das Auskratzen ist immer blöd, deswegen mache ich mir da eine Schokomilch. Wir nehmen also einfach etwas Milch und füllen das Glas auf. Also das ist jetzt hier, bis sich das Glas anfängt zu wölben. Ich habe hier noch 3-4 cm Luft. Dann kann man das nachher besser schwenken. Jetzt gebe ich das mal hier in einen Topf und dann machen wir das mal warm. Einfach auf den Ofen und schön kochen lassen. Wenn die Milch dann kocht, sieht das ungefähr so aus. Da bildet sich hier dann so leichter Schaum. Und dann blubbert die und steigt ziemlich schnell nach oben an. Also man muss die hier relativ schnell vom Ofen nehmen. Ich nehme jetzt mal hier die Milch und gieße die einfach hier in das Nutella-Glas ein. Einfach schön hinein. Die letzten Tropfen hier nehme ich noch mit. Dann habe ich hier jetzt das Glas. Da rühre ich jetzt mal ein bisschen rum und lasse das erstmal so eine Minute stehen ungefähr, damit das auch komplett erwärmt wird und dass sich das Nutella, das hier noch am Rand klebt, auch schön aufwärmt. Wenn man das dann rührt, dann löst sich das leichter vom Rand. So, die Minute ist um. Wenn man hier jetzt fährt, hat man hier schon voll das Nutella am Löffel. Wir fangen jetzt einfach mal das Rühren an. Ich rühre hier einfach mal gut um. Das dauert ruhig etwas. Das Glas dreht sich auch leicht mit. Man sieht das ja schon. Hier, wo dann diese Stellen sind, da fahre ich einfach mal so mit dem Löffel entlang. Dann kratzt sich das leicht weg. Hier klebt auch noch einiges. Einfach mal kurz dran. Das ist schon gut warm und das ist auch schon weich. Das braucht nur noch den letzten Anstoß, dass sich es auch vom Glas löst. Schön weiterrühren. Und das reicht mir jetzt auch schon. Den Löffel gebe ich mal kurz in den Topf, dann ist er weg. Ich habe jetzt hier mal noch zwei Gläser und da kippe ich das jetzt mal rein. Stell das mal hier auf die Seite. Nimm hier einen Topflappen, denn das Glas ist echt heiß, also das braucht ihr so nicht mehr anfassen. Dann nimm dir das und gieß das einfach schön hinein. Teile das jetzt mal schön auf. Und so sieht jetzt das Glas aus. Ihr seht schon, da ist jetzt wirklich kaum noch was drin. Der letzte Rest, das kann man jetzt verkraften, wenn man den wegschmeißt. Aber man hat das meiste noch rausgeholt. So schauen jetzt die zwei Gläser Schokomilch aus. Die schmecken auch echt gut, also in den Nutella-Gläsern. Egal welche Größe ihr nehmt, es ist immer so viel drin, was man nicht rauskratzt. Wenn man das dann mit Milch auffüllt, dann gibt es das genau richtig für eine Schokomilch. Also da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ich lasse mir die jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir doch mal runter in die Kommentare, was ihr mit euren Nutella-Gläsern immer macht. Schwankt ihr die auch aus mit Milch oder kratzt ihr die so fein raus, damit wirklich nichts mehr drin ist? Oder vielleicht geht ihr auch mit dem Finger drin rum und holt alles raus. Also gibt es hier wirklich alles. Schreibt es mir unten rein, interessiert mich wirklich. Jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen oder einen Daumen geben und dann bis zum nächsten Mal.